Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich möchte gemeinsam mit euch und natürlich mit der lieben Shiva. Hallo. Hallo. Divinity Original Sin zocken. Vielen Dank erstmal an Dedelic Entertainment und an unser Netzwerk, die uns mit den Keys dafür versorgt haben. Und ja, ich spiele einen Ritter, Grensus Zoccus, wie man hier schon sehen kann. Der klassische Ritter auch vom Aussehen her. Und die liebe Shiva spielt einen Kleriker. Ja, mit Namen Shiva. Ja. Genau, so, ne, ganz klassisch halt. Mit roten Haaren und richtig schön heller Haut, so wie Shiva halt auch in echt aussieht. Ja. Und mein Ritter, wie ich halt in echt aussehe, ne? Ist ja klar. Na gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich klicke mal auf Annehmen. Seid ihr sicher, dass ihr die Charakterstellung beenden wollt? Ja. In the days of old, the sorcerers of Rivellon cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Rivellon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. Klingt spannend. Rise and shine, Master Source Hunters. The captain wants you up on deck. Hear them calls? Means we're close to shore. Don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry and out for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the counselor in. Source in a city like Syseal. Nowhere safe anymore. Here they are, Captain, sir. God's blessings on you, Hunters. You'll be happy to hear we've reached Syseal. But there's trouble offshore. So we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off at the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the Counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters. So. War es bei dir auch Englisch alles? Ja, aber ich hatte deutsche Untertitel. Ah, okay, ja, ich auch. Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, ob ich irgendwie was falsch installiert habe oder so. Nee, ist schon alles richtig. Es sind deutsche Untertitel dabei. So, ich bin mal gespannt. Wir haben es beide noch nicht angespielt. Obwohl, also du warst einmal kurz im Spiel, aber noch nicht ja, so richtig war, im Spiel. Nee, das war eigentlich wirklich nur, ich habe mir so die Charakterherstellung ein bisschen angeguckt. Hab mir geguckt, was es so für Klassen gibt, weil es gibt mehrere Klassen in dem Spiel. Und dann habe ich die Sequenz zum Beispiel, die habe ich mir gar nicht angeguckt, die habe ich immer brav übersprungen. Und dann bin ich da so 2 Minuten so ein bisschen rumgerannt und habe halt immer nur geguckt, ist es jetzt schon auf Deutsch, ist es jetzt schon auf Deutsch, weil das Spiel kam ja am 30.06. raus und es gab allerdings vorher schon so eine Beta-Phase, da konnte man es schon spielen, aber es war halt noch auf Englisch. Genau, und jetzt müssen wir uns erstmal durch das Tutorial quälen, kämpfen. Hätte ich jetzt fast gesagt. Willkommen zu Divinity Original Sin. Klick auf eine beliebige Stelle auf dem Boden oder halte die linke Maustaste gedrückt, um mit eurer Reise zu beginnen. Yay, ich kann laufen. Juhu. Siehst du, und deswegen darfst du es auch nicht mit Controller spielen. Ja, weil ich da nicht mehr laufen könnte. So, was ist hier los? Wasser. Ja, ich schaue hier irgendwie, weiß ich nicht, erstmal so umschauen. Ich bin mal gespannt. Ich spiele ja sonst selten eigentlich so eine richtigen Kriegerklassen. Guck mal, hier ist eine Holzkiste. Ist da was drin? Nein. Ist bereits verwendet.
Bei mir bist du gerade durch den Berg gerannt. Echt? There were orc ships raiding to the west. I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. Ja, das ist so schön. Hier ist eine Muschel. Die habe ich aufgehoben. Ah, ich habe gar nicht. Ah, ich habe vergessen, hier mein Avatar-Bild da links zu ändern. Guck mal, so sehe ich doch gar nicht aus. Sieht doch so aus, Leute. Da muss sie jetzt mit leben. Ja, verdammt. Können wir nochmal neu anfangen? Nein. Ey, du hast die Muschel geklaut. Krass. Natürlich. Kann man. Ah, wenn du Alt drückst, genau, das ist wie bei Diablo. Da kannst du dann die Sachen. Drück I, um euer Inventar anzuzeigen. Ah, ich habe sogar schon ein bisschen Geld. Es gibt Feuer, Wasser, Erde, Luft, Tenebrium. Ja, okay. Warte, ich guck auch in mein Inventar. Es gab ja auch mal ein Spiel, wie hieß es nochmal? Divine Divinity, genau, das ist schon mega alt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so der geistige Vorfahre sozusagen von diesem Spiel hier ist. Ich weiß es nicht. Was ich kenn's nicht. Was können wir denn mit den Muscheln machen? Benutzen, um zu konsumieren. Warum sollte ich... Warum sollte ich eine Muschel essen? Also die blauen Muscheln, die kann man anscheinend konsumieren. Oh mein Gott, ich habe eine Leiche gefunden. Mann. Sie hat ein Buch, das Tagebuch des Reisenden. Oh, lies vor. Wie kann ich das jetzt klauen? Nehmen, okay. Ihr habt das Buch gefunden, öffnet euer Inventar, um es zu lesen. Aber ich kann nicht lesen, ich bin ein Krieger. Ich bin analphabet. Ihr habt eine magische Schriftrolle gefunden. Mit ihr könnt ihr Zauber sprechen, die ihr bisher noch nicht gelernt habt. So, warte mal, ich lese das mal vor. Oder hast du das jetzt auch? Warte. Wieso ich lese es trotzdem einfach mal vor. 21. Juna. Frohlockt, denn die Statuen haben meinen Wunsch erfüllt. Ihr launhaftes Verhalten darf jedoch nicht unterschätzt werden. Bevor ich mich also wie ein Adler in die Lüfte schwinge, werde ich zunächst einen kleinen Sprung von den Klippen am Strand wagen. Das sollte ein leichtes sein für den Mann, der fliegen kann. Wenn das Experiment erfolgreich verläuft, wird die Sonne mein nächstes Ziel sein. Ja, scheinbar war es nicht erfolgreich, wenn der Typ jetzt hier auf dem Boden liegt. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Ich habe noch ein anderes Buch im Inventar, der Orden der Quelljäger, eine kurze Geschichte, aber ich fürchte, dass es gar nicht mal so eine kurze Geschichte ist, deswegen gucke ich mir das mal lieber nicht an. Und klickt auf Charakter mit einem Ausrufezeichen über ihrem Kopf, dadurch wird ein Dialog gestartet. Okay. Wir haben nämlich gerade Ausrufezeichen über dem Kopf. Dies ist ein kooperativer Dialog. Er erlaubt euch, Dialoge zwischen den beiden Hauptcharakteren zu führen. Ich kann mit dir reden. Okay, also ich sag jetzt... Ist das zu glauben? Der Mann ist auf Geheiß von ein paar Statuen von einer Klippe gesprungen. Ich könnte jetzt antworten, nun, große Taten erfordern manchmal einen Sinneswandel. Ich hätte vielleicht auch so gehandelt oder purer Wahnsinn. Wie kann man nur so naiv sein? Okay, warte, ich überrasche dich mit meiner Antwort dann natürlich. Okay. Die Leute sehen ja, was ich antworten könnte. Ah, okay, ich sag einfach mal, Rivellon ist dem Übernatürlichen nicht fremd. Es hätte gut sein können, dass er in den Sonnenuntergang fliegt und lachend auf uns Zyniker blickt. Yay, ich hab romantisch plus eins. Romantiker hier. Ja, voll geil, Mann. Ich bin der Krieger, der romantische Krieger. Was immer diese das? Ramontik. Zandulas Hose. Plus eins. Ich hab noch eine Hose. Toll. Wieso zieh? Warte mal, die kann ich doch anziehen. Wo hast du denn die Hose her? Wo muss ich die denn hinziehen? Ach, da, auf das Gürtelsymbol. Habe ich die jetzt an? Ich hab hier auch. Der Orden der Quellenjäger. Eine kurze Geschichte. Warte mal, kann ich das hier rüberziehen? Yeah. Sieht man das, wenn ich die Hose... Oh nein, schade, das hat gar keinen... So kurz ist die Geschichte gar nicht. Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht. Lasst es jetzt hier mal so ein paar Sekündchen offen, so die erste Seite und dann die anderen zwei Seiten. Dann könnt ihr ja, wenn ihr möchtet, euch die Geschichte einfach durchlesen. Ich denke, das ist besser, als wenn wir jetzt so lange Texte durchlesen, oder? Ja, das denke ich auch. Wo bist du hin? Ich stehe doch hier neben dir. Hä? Gar nicht. Du rennst doch die ganze Zeit an mir vorbei. Du bist nicht da. Bei mir bist du nicht sichtbar gerade. Das ist aber schlecht. Dann mache ich jetzt hier einfach die Kiste auf. Lala, siehst du mich jetzt? Ich gehe hier doch. Ah, jetzt sehe ich dich wieder.
Ich stand eigentlich da die ganze Zeit. Merkwürdig. Ich habe mir jetzt eine Hose angezogen, aber ich weiß nicht, also man sieht die Hose nicht. Unsichtbarkeitshose. Ja, genau. Ey. Wir sind hier doch nicht bei Harry Potter. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, ey, wer schießt da Pfeile, aber... Aber? War nur Regen. Ah, okay. Hier sind noch Muscheln. Gibt's hier auch eine... Oh, ich habe meine Waffe gezogen. Hier sind noch mehr Muscheln. Vorsicht, Shiva, ich komme mit der gezückten Waffe. Gut. Hier ist was. Irgendjemand redet hier auch. Mhm. Hört die Klagen einer Muschel, tragt mich ins Wasser. Wehe mir, trockene Luft ist mein unglückliches Schicksal. Oh, mächtiger Ozean, wie ich mich nach dir sehne. Was ist denn unsere Aufgabe gerade eigentlich? Laufen wir irgendwo hin. Oder J oder so ein Journal, warte mal. Tagebuch. Die sprechenden Statuen, wir erfuhren, nee. Kartenrezepte. Okay, nee, wir sollen jetzt erstmal scheinbar hier, okay. Waren da vorne die Statuen, wo wir eben standen? Ahnung. Die sind ja wahrscheinlich auf der Klippe, wenn der Typ von der Klippe gesprungen ist. Dann könnten wir mal probieren, ob wir hier irgendwo hochkommen. Also hier nicht. Hier? Ne, hier ist ein Busch. Aber es geht immer ein bisschen weiter nach oben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das erste Level... Ne, das wird wahrscheinlich recht linear gehalten sein. Lass uns einfach mal hier links lang gehen. Okay, du bist okay. Der Boss. Die Muscheln lasse ich jetzt auch liegen. Ich glaube nicht, dass ich die nochmal brauche. Wer weiß, die könnte man verkaufen nachher. Ja, dann kriegst du so ein Gold oder so. Ah! Curses upon them, Source Hunters! Secure the stone! I'll deal with these rats. Goddess, be with you, Master! Okay, unser erster Kampf. Bin ich mal gespannt. Ich meine, es ist so mehr oder weniger Runden. Arise! Arise! Drawn forth from blood! I bid you. Oh shit. Nein! Es sind verfluchte Leutnants und verfluchte Diener. Kampf! Die Kämpfe sind rundenbasiert. Um sich zu bewegen, anzugreifen oder Zauber zu sprechen, müsst ihr Aktionspunkte verwenden. Verschiedene Aktionen verbrauchen unterschiedlich viele Punkte. Eure Runde ist beendet, wenn ihr keine Aktionspunkte mehr habt. Yippie! Und ich muss anfangen. Ah, du darfst anfangen, okay. Ja, weil du wahrscheinlich schneller bist als ich. Ich habe geringe Heilung. Göttliches Licht verringert Willenskraft und Körperstärkung. Das bedeutet... Ah, du hast auch gerade einen Buff bekommen, weil du, weil ich der Anführer bin, hast du einen Schadensbonus von 10%, weil du dich quasi cool fühlst, weil du in der Truppe mitrennst. So. Grants of Succos. 5 Aktionspunkte. Ah, okay, hier sieht man auch immer die Aktionspunkte, das sind die grünen. Aha, okay, alles klar. Also wenn ich jetzt hier hinrenne, habe ich noch 2 Aktionspunkte übrig. Bist du auch eine Nahkämpferin? Ja, kann ich jetzt wohl auch. Jetzt hast du nochmal die Trefferwahrscheinlichkeit gesenkt, aber dafür nochmal Schaden. Ich kann aber gar nicht angreifen anscheinend. Du hast jetzt an die Aktionspunktkosten plus 1 durch diese Angriffshaltung. Aha, aber angreifen kann ich trotzdem nicht. Merkwürdig. Du bist dran. Ah, okay, ich darf jetzt mal was machen. Okay. Ich hätte 6 Aktionen. Wo steht denn, wie viele ich insgesamt habe? Wie viele Aktionen? Ach, da unten. Ich habe quasi 7 Aktionspunkte. Ich könnte... Ah, nee, das ist zu teuer. Das kostet 8. Also ich kann den da hinten nicht angreifen. Dann greife ich einfach den rechts hier an, den Typen. 89%ige Chance, ihn anzugreifen. Zack! Ey, da habe ich aber mein Schwert mal ausgepackt. So, und dann habe ich nur noch einen Aktionspunkt. Und dann stelle ich mich mal hier so in deine Nähe. Jetzt darf der schießen, ja, war klar. 5 Schaden habe ich bekommen. So, jetzt will ich den aber auch angreifen. Ja, jetzt kannst du ihm ja eine passen. Wow, da ist er kaputt. Kriegst du den anderen auch noch angegriffen? Oder kannst du... Okay. Ich schau mal eben, was habe ich denn hier unten zum Beispiel noch? Ich kann auch noch Wunden heilen. Da kann ich dann... Das kostet 6 Aktionspunkte. Ich könnte Sturmbock machen. Greift in einer geraden Linie einen weit entfernten Punkt an und trifft alle Feinde in eurem Weg. Also das ist so, wenn sie in einer Reihe stehen, ziemlich gut wahrscheinlich. Und ich könnte dich noch weiter ermutigen. Yay, ermutige mich. Genau, dann würdest du wahrscheinlich noch stärker werden. Aber
da ich den jetzt einfach mal umhaue. Oh, da verfehlt er! 91%ige Chance, aber ich bin einfach so ein guter Kämpfer, dass ich nochmal schlage. Zack! Sehr schön! Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Could we get inside? Okay, die haben dieses Ding gestohlen. So, kann ich mich jetzt eigentlich außerhalb auch heilen? Yay! Da heilt er sich, der Schlingel. So, oder wollen wir mal nach rechts gehen, weil von da kamen die ja auch. Betretet den optionalen Tutorial-Bereich über den Dungeon bei euch. Ja, okay, dann machen wir das. Gehen wir erstmal da lang. Ich dachte schon, oh mein Gott, was jetzt passiert. Das antike Steintor. Los, zerstören wir es. Yay. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's cool, ja. This seems to be broken. Können wir das nochmal hören? Ich habe eine Truhe gefunden. Hier können wir doch irgendwas bestimmt kaputt machen, oder nicht? Die Truhe ist nicht besonders fest verschlossen. Versucht sie aufzubrechen. Okay. Schön. Du bist wie ein Gorilla. Da rechts sind Feuerpfeile. Ich nehme die einfach mal. Warte mal, dann können wir doch bestimmt auch die Vasen so kaputt machen, oder? Ja, das kann gut sein. Oh, hier ist was drin. This seems to be broken. Wie kann man das denn nehmen? Das ist ja voll umständlich. Ihr seid wie ein Gorilla im Porzellanladen. This seems to be broken. Hier ist auch noch eine Vase. Ich will auch mal irgendwie hauen. Freude mit Flüssigkeiten. Ein Handwerksbuch benutzen, um es zu lesen. Okay, nehme ich einfach mal erstmal mit. Wie kannst du denn da draufhauen? Du musst STRG drücken. Kerze habe ich hier. Guck mal, ich habe die Kerze ausgemacht. Mach sie wieder an. Ich hau dich gleich. Ich glaube, hier kommen gleich wieder Gegner. Ich werde schon mal mein Schwert ziehen. Hör auf mich, du bist zu schnell. Ich bin auch voll langsam. Ihr könnt ein Objekt bewegen, indem ihr es zieht. Linksklick halten. Na, ich guck erstmal in den Fässern. Pfeilschaft. Handwerksbuch. Ich nehme erstmal alles mit. Ja. Ich glaube, wenn man hier oben klickt, dann. Ich habe eine Zutat gefunden. Noch eine Zutat. Also hier gibt es auch verschiedene Sachen hier im Spiel. Alles wegschmeißen. So und sowas, glaube ich. Mieden, Alchemie und so weiter. Ja, da müssen wir mal gucken. Das wird ein Spielchen hier für uns. Was es da noch so alles gibt. Careful. There's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. La la la. Vor euch liegt eine Mine. Ihr könnt Minen auslösen, indem ihr sie mit einer Fernwaffe angreift oder indem ihr etwas Schweres auf sie fallen lasst. Ah, okay. Das heißt, ich könnte jetzt mal gucken, was ist hier drin? Gar nichts, weil Shiva das schon leer gemacht hat. Und dann nehme ich die und okay, danke, ich brenne. Oh, wir standen ein bisschen nah dran, aber... Wieso wir? Du brennst doch gar nicht. Aber ich habe auch Schaden gekriegt. So, da muss er sich wieder heilen. Oh, hier habe ich ein Buch gefunden. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du auch wieder keine Feinde. Ihr habt ein Buch gefunden. Öffnet euer Inventar, um es zu lesen. Und einen Fisch habe ich gefunden. Eine Makrele. Willst du eine Makrele haben? Du Landrari, was machst du mit der Makrele in der Hand? Warte mal, der praktische Leitfaden für Abenteurer Band 4. Band 4, okay. Der praktische Leitfaden für Abenteurer. Ich kann aus einfachen Küchenmessern richtige Dolche machen. Ich brauche nur ein Messer, etwas Zeit und einen Amboss. Und schon mache ich aus einem langweiligen Alltagsgegenstand eine gefährliche Waffe. Oh. Senden ja, ich weiß halt nicht, wie das mit diesem ein Handwerksbuch... Ich weiß halt nicht, hast du mir das jetzt geschickt? Nee. Nein, habe ich nicht. Okay. Das ist meins. Es gibt hier so ein paar Sachen halt, zum Beispiel Geheimnisse der Schriftrolle. Ich weiß halt nicht genau, was das für ein Gegenstand ist. Ich denke, das werden wir noch erfahren, oder? Weil zum Beispiel so magische Sachen würde ich halt lieber dir eigentlich dann gerne geben. Ah. Wir gucken dann mal. Ah, Mist, was habe ich denn gerade gemacht? Leichen erfolgreich.
Du bist ein Stein geworden. Ja, weil ich schleiche gerade. Wahrscheinlich habe ich dich deswegen vorhin nicht gesehen. Ich habe mich gerade verklickt, weil bei Diablo ist C die Charakter, der Charakterbildschirm. Scheint kaputt zu sein. Hier. Da war eine Fledermaus. Oh mein Gott. Hier ist der Knochenhaufen, den können wir auch durchsuchen. Boah, du kannst ja echt jeden Shit hier durchsuchen. Und ich wette, das Wichtigste haben wir wieder nicht durchsucht und dann fehlt uns hier irgendwie so ein Mega-Item, was wir eigentlich brauchen. So. Das Schloss der Truhe ist nicht sonderlich kompliziert. Findet einen Dietrich, um es zu öffnen. Tollen Dietrich. Hier, habe ich einen. Ihr habt einen Dietrich gefunden. Benutzt zuerst den Dietrich und klickt dann auf das verschlossene Objekt, um es zu öffnen. Ihr habt die Truhe nicht kaputt bekommen. Doch, guck mal da oben, die Lebensenergie. Aber ich mache mein Schwert, glaube ich, damit unnötig kaputt. Glaube ich auch. Ich habe einen Dietrich gefunden. So, den kann ich ja jetzt benutzen. Ich habe dich geheilt. Nutzen da. Wow, du Dieb, ey. Geöffnet. Yay. Was ist da drin? Was ist da drin? Silberpfeile. Woohoo! Ja, wir können uns halt überlegen, ob vielleicht einer von uns, also was heißt einer von uns, am besten wäre es halt, wenn du es machst, weil ich ja Nahkämpfer bin, vielleicht einen Bogen nutzt. Weil wenn du dann, du bist ja auch der Kleriker und kannst gut heilen. It could be a myth. Ja. Vielleicht wird das voll was bringen. Guck mal da oben, das Königsgrab. Das plündere ich jetzt. Nein! Ein altes Pergament habe ich gefunden. Aber wir müssen einen Cut machen. Jetzt habe ich das schon geöffnet. Wird bereits verwendet. Lass mich ganz kurz noch mal im Inventar schauen. Das alte Pergament. Benutzen, um es zu lesen. Ja, okay, würde ich sagen, dann lesen wir es halt beim nächsten Mal und schauen mal, was wir dann da so Schickes gefunden haben. Und ja, ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Falls dem so ist, könnt ihr uns ja so ein bisschen positives Feedback dalassen. Schreibt Kommentare. Genau, ein Däumchen nach oben geben. Und genau, ihr könnt ja mal vorbeischauen, was Shiva so alles in ihrem Inventar hat. Könnt ihr da mal gucken. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.